Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine herrenlose Tasche, ein aufmerksamer Schüler und zwei Verdächtige. Unsere Themen. Islamisten im Visier, Festnahme nach Bonner Bombenalarm. Krise beim Stahlriesen, Milliardenverluste bei ThyssenKrupp. Terroranschläge erwartet man eigentlich in Hauptstädten oder zumindest Großstädten. Aber der neueste Terroralarm wurde in Bonn ausgelöst. Die Polizei stellte gestern am dortigen Bahnhof eine Tasche mit zündfähigem Material sicher. Heute nahmen sie zwei Männer fest. Nach dem mutmaßlichen Bombenleger, nach dem wird immer noch gefahndet. Die Spur führt im Augenblick jedenfalls in die Islamistenszene. In der früheren Bundeshauptstadt gibt es offenbar besonders viele fanatische Salafisten. Einige sind schon länger im Visier der Ermittler. Arnim Staudt. Die Polizei griff zu und sie tat es schnell. Zwei Razzien in der Bonner Innenstadt, zwei polizeibekannte Islamisten in Gewahrsam. Keine 24 Stunden nach dem spektakulären Fund einer Tasche voller Sprengstoff scheint ein terroristischer Anschlag nicht nur verhindert, sondern auch aufgeklärt. Das Drama begann gestern Nachmittag. Auf dem Bonner Hauptbahnhof stand diese Reisetasche. Der Bahnhof wurde abgesperrt, Sprengstoffexperten rückten an und zerstörten die Tasche mit einem ferngesteuerten Spezialgerät. Heute Mittag nennt die Bild-Zeitung die zwei Verdächtigen und die Kölner Polizei präsentiert dieses Phantombild. Zwei Schüler sollen gesehen haben, wie der Mann die blaue Reisetasche auf dem Bahnsteig abstellte. Doch im Lauf des Tages wird das klare Bild immer trüber. Die Kölner Polizei ist vorsichtig. Die Kollegen müssen versuchen herauszufinden, wie dieses Gerät aufgebaut war, wie diese Konstruktion aufgebaut war. War sie zündfähig? Derzeit ist es so, dass uns immer noch ein Zünder fehlt, sodass wir nicht sagen können, ob es eine zündfähige Konstruktion war oder eine Attrappe. Es ist also noch nicht geklärt, ob ein Anschlag wirklich unmittelbar bevorstand. Und wie hart sind die Beweise gegen die zwei Islamisten? Omar D., einer der beiden, wurde im Jahr 2008 schon einmal festgenommen, weil er mutmaßlich auf dem Weg in ein Terrorcamp war. Allerdings musste man ihn damals bald wieder laufen lassen. Wir haben die Anwälte der beiden Verdächtigen befragt. Nach deren Angaben haben ihre Mandanten nicht versucht, aus Bonn zu fliehen. Und mit dem von der Polizei veröffentlichten Phantombild haben sie angeblich keinerlei Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, ob die Polizei unter Druck steht, hier unbedingt Tatverdächtige liefern zu müssen. Ob der öffentliche Druck oder der Druck der Öffentlichkeit so groß ist, dass man sich zu so einem unüberlegten Schnellschuss entschieden hat. Ein unüberlegter Schnellschuss oder ein schneller Fahndungserfolg, das ist die entscheidende Frage. Einige Kommentatoren sind sich da sicher. Sie reden heute Abend schon von einem gelungenen Schlag gegen die islamistische Gefahr. Der Bundesinnenminister ist da vorsichtiger. Eine zunächst für den Nachmittag terminierte Pressekonferenz sagte er kurzfristig wieder ab. Die Konzernzentrale der ThyssenKrupp AG in Essen ist beeindruckend. Erst vor zwei Jahren eingeweiht, funkelt das Hauptquartier aus Glas und Stahl von außen. Aber im Innern des Konzerns sieht es düster aus. Nicht nur, dass Vorstandschef Hiesinger einen Rekordverlust des Stahlriesen um fast 5 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr bilanzieren musste. Er musste auch eingestehen, dass vieles innerhalb der Unternehmenskultur nicht stimmt. Korruptionsvorwürfe, Kartellverdächtigungen, Bestechung von Journalisten mit Luxusreisen. Nun soll bei ThyssenKrupp mehr als nur das Image wieder auf Hochglanz gebracht werden, wie Thorsten Beermann berichtet. Sie sorgen für Durchblick, zumindest an der Fassade der ThyssenKrupp-Zentrale in Essen. Für Transparenz von innen fühlt er sich jetzt offenbar zuständig. Heinrich Hiesinger, seit knapp zwei Jahren Vorstandschef. Sein Motto, die Probleme schonungslos ansprechen und durchgreifen. Etwas, das dem Konzern offenbar über Jahre gefehlt hat. Was wir sicher feststellen müssen, dass in Teilen des Unternehmens, aber wirklich nur in Teilen, es einfach Seilschaffen gegeben hat und nicht nach Unternehmenserfolg entschieden wurde. Dass unsere Mitarbeiter auch das Gefühl hatten, es ist besser, loyal und ruhig zu sein und Probleme nicht offensiv anzusprechen. Und sie hatten wohl oft nicht das Vertrauen in die Führungskräfte, dass diese aktive Vorgehensweise gewollt ist. Und das müssen wir verändern. So offen hat selten ein Vorstandschef den eigenen Laden in Grund und Boden kritisiert. Aber offenbar ist das bitter nötig. Der Stahlriese ThyssenKrupp steht am Abgrund. Rekordverluste, Korruptionsaffären, Kartellabsprachen. Allein mit dem Bau zweier Stahlwerke in Brasilien und den USA hat der Konzern Milliarden verloren. Dass es dort Probleme gab, haben viele geahnt. Geändert hat niemand etwas.
Die Anzeichen haben sich schon lange angedeutet. Die Stahlwerke liefen sehr schlecht. Die Belastungen nahmen Jahr für Jahr zu. Man konnte das sehr gut verfolgen. Und jetzt, denke ich, hat der Konzern die Reißleine gezogen. Wie konnte es so weit kommen? Der Name Krupp steht für 200 Jahre deutscher Industriegeschichte, aber auch für Größenwahn und Selbstüberschätzung. Die stolzen Stahlkocher und ihre Chefs fühlten sich immer als Könige von Essen. Doch auch als die goldenen Zeiten vorbei waren, wurde in Teilen des Managements offenbar weiter getrickst und gemauschelt, ohne Konsequenzen. Schuld daran ist auch er, das sagen hinter vorgehaltener Hand jetzt viele. Aufsichtsratschef Gerhard Kromme, einst Deutschlands Vorzeigemanager Nummer 1. Sein Spitzname im Konzern Mr. Teflon, an ihm bleibt nie was hängen. Wie viel er wusste, ist offen. Sollte sich herausstellen, es gibt ja eine ganze Menge von Untersuchungen, sollte sich herausstellen, dass der Herr Kromme in irgendeiner Form dort gewusst hat von den Dingen und nicht gehandelt hat, dann muss er auch die Konsequenzen ziehen. Erst einmal muss aber jetzt der halbe Vorstand gehen. Außerdem will der Konzern in den kommenden Jahren 3 Milliarden Euro sparen. Auch Arbeitsplätze könnten in Gefahr sein. Das Schicksal des stolzen Konzerns steht auf Messerschneide. Dass es am Ende gut ausgeht, ist nicht gesagt. Und das Schicksal des Stahlkonzerns ist nur ein Teil des Schicksals des gesamten Ruhrgebiets. Seit Jahrzehnten sterben dort die alten Industrien und neue Betriebe hingegen, die bringen nicht annähernd so viele Arbeitsplätze, auch wenn sie mit viel Mühe gefördert werden. Und so lautet die Bilanz des Strukturwandels: viel erreicht, wenig gewonnen. Thorsten Biermann. Andreas Starke hat einen der besten Arbeitsplätze überhaupt, sagt er. Da ist der Ausblick, klar, aber da ist noch was. Als Kranführer am Duisburger Hafen muss er sich keine Sorgen um die Zukunft machen. Der Hafen boomt, sein Job ist sicher. Früher war das mal anders. Da saß er noch für einen großen Stahlkonzern im Cockpit. Da kein Arbeit mehr da war, musste ich mich nach was anderem umgucken. Und habe mich dann beworben. Durch Zufall habe ich dann heller Glück gehabt, hier reinzukommen. Ende der 80er Jahre sah es an Andreas Frankes heutigem Arbeitsplatz so aus. Hier stand das Krupp-Stahlwerk Rheinhausen, eine Ikone der Montanindustrie, nur nicht mehr rentabel. Trotz Protesten machte Krupp das Werk dicht. Mehr als 6.000 Arbeiter verloren ihre Jobs. Heute gilt der Duisburger Hafen als größter Binnenhafen Europas, eine Erfolgsgeschichte. Mehr als 20.000 Arbeitsplätze hängen inzwischen vom Hafen ab. Viele Konzerne wickeln ihre Logistik über Duisburg ab. Wir haben natürlich versucht, sehr viele Arbeiter und Angestellte, die früher in der Montanindustrie gearbeitet haben, zu integrieren in die neuen Logistikanwendungen, die hier entstanden sind. Und wir wollen das auch weiterführen. Aber das geht nicht überall. Duisburg-Hochfeld. Hier gab es mal eine Kupferhütte, dann Stahlbetriebe, dann nichts mehr. Heute ist Hochfeld das, was man wohl ein Problemviertel nennt. Viele Arbeitslose, viele Sozialschwache, wenig Chancen. Martin Willhardt lebt hier. Trotzdem möchte man sagen, er will sein Viertel nicht aufgeben. Gemeinsam mit anderen kauft er Immobilien, damit sie nicht verfallen. Aber das reicht nicht, sagt er und fühlt sich von der Politik alleingelassen. Der Gestaltungswille hält sich in engen Grenzen. Also wir würden uns wünschen von Politik, dass halt irgendwie tatsächlich auch mal Leute zum Zuge kommen, die was vorhaben und nicht nur ständig, sagen wir, eine Umschichtung von halt eben, wie soll man sagen, das Stopfen von Haushaltslöchern ist im Ruhrgebiet die Lieblingsbeschäftigung und das ist keine Lösung für gar nichts. In vielen Kommunen scheitern Lösungen an leeren Kassen. Nicht nur in Duisburg-Hochfeld. Die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet ist noch immer deutlich höher als im Rest des Landes. Und für Bildungsangebote fehlt das Geld gerade da, wo es am schlimmsten ist. Und das trotz Subventionen in Milliardenhöhe. Mit Leuchtturmprojekten wie der Zeche Zollverein wurde eine Menge in Kultur investiert. Jobs hat es kaum gebracht. Die Politik muss vor allen Dingen dazu beitragen, dass im Ruhrgebiet gezielt gefördert wird und dass nicht mit der Gießkanne übers Ruhrgebiet gegangen wird. Das war ein Fehler in der Vergangenheit. Man muss die Stärken im Ruhrgebiet stärken und man muss umgekehrt auch dort, wo wir viele Bildungsschwache haben, mit mehr Investitionen denen helfen, dass sie wieder Anschluss in die Gesellschaft finden. Andreas Starke ist dankbar für seinen sicheren Job. Inzwischen hat er auch seinen Bruder in die Firma geholt. Der hat dafür vom Koch zum Kranführer umgeschult. Auch Strukturwandel irgendwie, aber das passt ja hier. Ein Bericht von Jochen Tassler über den schwierigen Strukturwandel. Und zum Ruhrgebiet und der Krise von ThyssenKrupp jetzt auch der Kommentar von Markus Preis vom Westdeutschen Rundfunk.
Nein, ich werde jetzt nicht sentimental. Ich komme vom Land und hab's nicht so mit Industrieromantik. Doch wer schon mal abends über die Autobahn um Duisburg gefahren ist, am Horizont die Hochöfen, das rote Glühen unter den Wolken, der hat wahrscheinlich wie ich Respekt gespürt. Vor den Menschen hier, vor dem Mythos Ruhrgebiet. Zudem gehören auch die Ruhrbarone, die Krupps und Thyssens. Ihre Firmen gaben Zehntausenden Arbeit, ihre mächtigen, zigarrerauchenden Chefs den grauen Städten ein wenig Glamour. Ich finde, selten passte das Bild vom selbstherrlichen Thyssen-Baron so gut wie jetzt. Leider. Korruptionsgesetze wurden offenbar gebrochen. Kartelle, scheinbar als besonders ausgebuffte Geschäftspraktik angesehen, und horrende Verluste in Amerika, die mussten hart wie Kruppstahl durchgestanden werden. Solange bis die Realität noch härter war. Chorgeist wie zu Kaiserszeiten herrscht bei ThyssenKrupp. Es ist fast aberwitzig, damit die Welt erobern zu wollen als moderner Technologiekonzern. Dass ThyssenKrupp nun wirklich schonungslos umdenkt, kann ich noch nicht erkennen. Denn dazu würde für mich auch zählen, offen über Aufsichtsratschef Gerhard Kromme zu sprechen. Nur getäuscht, nichts gewusst? Mir ist das zu wenig für einen Mann, der ganz Deutschland darüber belehrt, wie man ein Unternehmen ordentlich führt. In dessen eigener Firma aber nun um Jobs gezittert wird, weil unter seinen Augen unbemerkt Milliarden versickerten. Dass sie sich ändern können, haben die ehemaligen Waffenhersteller Thyssen und Krupp nach dem Krieg gezeigt. Jetzt ist ein ähnlicher Kulturwandel nötig, damit im Ruhrgebiet künftig weiter der Himmel glüht und nicht nur bunte Lichtinstallationen in alten Industriedenkmälern. Markus Preis kommentierte. Und wir bleiben im Ruhrgebiet. Der geplante Stopp der Autoproduktion bei Opel in Bochum Ende 2016 hat über Parteigrenzen hinweg Kritik ausgelöst. Mehr in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. Wirtschaftsminister Rösler warf dem Opel-Mutterkonzern General Motors schwere Managementfehler vor. Der Umgang mit den mehr als 3000 Beschäftigten sei nicht akzeptabel. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Trittin kritisierte, GM habe Opel von den Wachstumsmärkten abgehängt. General Motors müsse den Belegschaften jetzt die ganze Wahrheit sagen. Ein Interessenvertreter der Apothekerschaft soll sich jahrelang geheime Unterlagen aus dem Bundesgesundheitsministerium beschafft haben. Ein Sprecher sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es handle sich um einen externen Mitarbeiter, der jahrelang im IT-Bereich des Ministeriums gearbeitet habe. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittle gegen den Verdächtigen. Sein Ziel sei es offenbar gewesen, noch geheime Gesetzgebungsvorhaben auszuspionieren. Mit einem erfolgreichen Schuldenrückkauf hat Griechenland den Weg für die nächsten Hilfsgelder offenbar freigemacht. Das Programm zum Rückkauf von alten Staatsanleihen über 30 Milliarden Euro sei soweit unter Dach und Fach, berichteten EU-Diplomaten nach einer Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister. Die Voraussetzung für die Auszahlung von fast 44 Milliarden Euro aus dem Hilfsprogramm scheine erfüllt. Trotz der anhaltend schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Eurozone haben Finanzexperten in Deutschland weiterhin Vertrauen in die deutsche Wirtschaft. Das hat das in Mannheim ansässige Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ermittelt. Mehr dazu von Markus Görne. Der deutsche Aktienindex ist nach Jahren der Dauerkrise ziemlich widerstandsfähig geworden gegen Hiobsbotschaften. Deswegen zeigt er sich beim Krisenthema ThyssenKrupp auch immun. Zusätzlich kommen gute Nachrichten vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Die regelmäßige Umfrage unter namhaften Finanzmarktexperten in Deutschland sagt eine Aufhellung der Konjunktur voraus. Dies würde bedeuten, dass die deutsche Wirtschaft wahrscheinlich einer Rezession entgeht. Dennoch bleibt es angezeigt, vorsichtig zu sein. Denn 2013 wird für die Eurozone ein hartes Jahr werden. Und die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich auch die robuste deutsche Wirtschaft der Krise in Europa nicht ganz entziehen kann. Der deutsche Aktienindex DAX ist heute im Plus aus dem Handel gegangen. Er schloss bei 7.589 Punkten. Der Dow Jones legte ebenfalls zu auf 13.248 Punkte. Wenn deutsche Schüler international verglichen werden, dann schwant Eltern und Lehrern nichts Gutes. Einen regelrechten Schock gab es nach der ersten PISA-Studie vor gut 10 Jahren. Dafür sorgte Iglu heute für Erleichterung. Bei dieser Untersuchung geht es speziell ums Lesen in Grundschulen. Und siehe da, Kinder lesen hierzulande wieder mehr und öfter. Auch Kinder aus Migrationsfamilien. Im Vergleich landet Deutschland erneut im oberen Drittel. Wie man das bewertet, das hängt davon ab, ob man sich an der Spitze misst, wo Hongkong und Russland rangieren, oder ob man froh ist, dass man nicht noch weiter absackte. Jenny Rieger.
Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die eine und es waren einmal ein paar Bildungsforscher, die wissen wollten, wie gut lesen die Viertklässler dieses Landes. Und die zu folgendem Ergebnis kamen, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht besser als vor 10 Jahren. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte Frau Holle. Frau Holle hat es gut an diesem Tag. Sie wird flüssig vorgetragen und meistens zumindest elegant betont. Auch von den Kindern mit Migrationshintergrund. Das klappt doch schon ganz gut mit dem Lesen hier in der 4B und auch im internationalen Vergleich. Aber mehr als ganz gut war eben nicht drin, oder? Man muss bedenken, dass das hier unter erschwerten Bedingungen geschehen ist. Die Migrantenpopulation hat sich um 25% erhöht in der Grundschule. Und unter den Bedingungen den Platz zu halten, da kann man erstmal mit zufrieden sein. Wir sehen aber eben bei einigen Ländern auch, dass da durchaus auch noch Luft nach oben ist. Aufwachen, Deutschland. Ja, wir konnten unseren Platz im oberen Drittel halten, sicher. Fakt ist aber auch, gut 15% der deutschen Viertklässler können laut IGLU-Studie nicht ausreichend lesen. Das ist jedes 7. Kind. Hongkong, Russland, Dänemark, auch die USA, viele schneiden besser ab als wir. Warum? Liegt es am Geld? Sagen wir mal so, bei dem Geld, was wir für den Primarbereich ausgeben, da kann man sich eher wundern, dass wir so gut sind. Denn gerade mal 0,6% seines Bruttoinlandsproduktes investiert Deutschland in die Grundschulen und liegt damit unter dem EU-Durchschnitt und sehr weit entfernt von beispielsweise Dänemark mit 1,9%. Eine Investition, die auch deutschen Grundschulen gut täte. Es gibt halt keine Stunden im Ergänzungsbereich, das heißt keine Möglichkeiten, Förderunterricht einzurichten oder den Kindern andere Angebote zu machen. Wir organisieren das innerschulisch natürlich, dass das funktioniert, aber eigentlich sind weder die Mittel noch die Personen noch die Stunden da. Was bedeutet das? Ja, dass nicht jedes Kind so gefördert werden kann, wie es eigentlich gefördert werden sollte. Und so klafft die Schere immer weiter auseinander. Denn, auch das zeigt die Studie, immer noch hat der soziale Hintergrund einen zu großen Einfluss darauf, ob diese Kinder in wenigen Monaten aufs Gymnasium gehen werden oder nicht. Dies ist ihr letztes gemeinsames Schuljahr, Frau Holle vielleicht ihr letztes Märchen. Das Märchen der Chancengleichheit aber wird diese Kinder noch lange begleiten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ein langes Leben, das wünscht man auch den Walen. Seit Jahrzehnten kämpfen Tierschützer dafür, dass die Meeressäuger nicht mehr gejagt und getötet oder verstümmelt werden dürfen. Doch für Länder wie Norwegen, Island oder Japan gehört der Walfang zum kulturellen Selbstverständnis. Sie wollen von der blutigen Jagd auf die teilweise vom Aussterben bedrohten Tiere nicht lassen. Und dabei liefern sich die Walfänger mit radikalen Walschützern, wie denen von der Organisation Sea Shepherd, regelrechte Seeschlachten. Um dafür gewappnet zu sein, hat Japan sogar Gelder aus dem Tsunami-Hilfsfonds genommen und damit seine Walfangflotte aufgerüstet. Philipp Abresch berichtet. Stolz und Tradition stehen immer irgendwie mit in der Küche. Das tief dunkelrote Walfleisch, es gehört zu Japan wie Sushi und Sumo. Jedenfalls meinen das die Köche in der Tokioter Grillbar. Hier lieben sie die Wale. Vor allem auf dem Teller. Haben Sie schon mal Leber vom Hühnchen probiert? So ähnlich schmeckt der Wal. Weich und zart und ganz anders als ein Fisch. Man kann das Fleisch roh essen als Sashimi, aber am besten schmeckt der Wal geräuchert. Obwohl die Lager mit 4000 Tonnen übervoll sind, werden auch dieses Jahr Wale sterben. Gerade bricht die japanische Armada auf in ihr Fanggebiet in der Antarktis. In den Bauch der Nishin Maru allein passen 1000 Wale, Minkwale, Finnwale, Buckelwale. Sie werden noch an Bord geschlachtet, filetiert und eingefroren. 4 Monate dauert die Jagd im eisigen Pazifik. Auch in dieser Saison werden die Walfänger von einem alten Bekannten erwartet. Paul Watson, der Gründer von Sea Shepherd, einer radikalen Tierschutzorganisation. Japan will ihn unbedingt kaltstellen. Im Sommer wurde Watson in Deutschland festgenommen wegen Behinderung der Schifffahrt. Um seiner Auslieferung zu entgehen, flüchtete er 9000 Kilometer über die Weltmeere. Es ist toll, wieder an Bord meines Schiffes zu sein, gerade rechtzeitig, um loszulegen. Wir werden jetzt die japanische Walfangflotte abfangen. Deshalb haben sie mich festgenommen. Sie wollen nicht, dass wir ihre Arbeit stören. Aber ich gehöre hierhin auf mein Schiff und nicht in eine Gefängniszelle in Tokio.
Sea Shepherd jagt die Jäger mit halsbrecherischen Aktionen. Sie kreuzen haarscharf vor den japanischen Schiffen, werfen Seile in die Schiffsschrauben. Die Aktivisten wollen den Walfang für Japan so teuer wie möglich machen und damit unrentabel. Die japanische Seite schießt mit Wasserkanonen zurück oder rammt ihn sich frei den Weg durch den Ozean. Jedes Jahr aufs Neue ein erbitterter Krieg um das Leben der Wale. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Japaner sehr aggressiv sind. Wir wollen uns verteidigen und wir wollen das Leben der Wale schützen. Wir müssen es schaffen, die Laderampe des Walfangschiffes zu blockieren. Was bringt es dann, die Wale zu töten? Sie können ja nicht an Bord geholt werden. Auch zu Hause kämpfen die Walfänger ums Überleben. Immer mehr Japaner lehnen Walfleisch ab. Die Lobbyisten brauchen neue Absatzmärkte. Seit neuestem vertreibt die Industrie Walfleisch übers Internet, direkt für Privatkunden. Bisher war das undenkbar. Zugleich haben sich die Walfänger staatliche Hilfen gesichert. 20 Millionen Euro aus dem Hilfsfonds für die Tsunami-Opfer. Ein Skandal, auch für viele Japaner. Wir Älteren waren immer dankbar für das Walfleisch. Wir haben den Wal immer komplett verwertet, vom Kopf bis zur Schwanzflosse, wie die Eskimos. Aber wir müssen auch darauf achten, dass die Wale nicht aus den Meeren verschwinden. Die Rentner aus Tokio haben heute kein Walfleisch bestellt, dafür Hühnchen am Spieß. Vielleicht ist doch noch nicht ausgemacht, wer eher aussterben wird, die Wale oder ihre Jäger. In Ägypten sind auch heute wieder zehntausende Gegner und Anhänger der Regierung Mursi auf die Straße gegangen. Um erneute Straßenschlachten zu vermeiden, wählten beide Seiten unterschiedliche Orte für ihre Proteste. Noch einmal Thorsten Schröder. Gegner des Präsidenten versammelten sich vor dessen Palast in der Hauptstadt Kairo. Hier kam es vereinzelt zu Ausschreitungen mit Sicherheitskräften. Anlass der Kundgebungen ist die geplante Volksabstimmung über den umstrittenen neuen Verfassungsentwurf. Zehntausende Muslimbrüder und andere Mursi-Unterstützer sind inzwischen aufmarschiert. Sie tragen seine Bilder und skandieren, das Volk will die Scharia. Bislang hat es noch keine Zusammenstöße gegeben zwischen den tief verfeindeten Parteien. Nicht weit vom Präsidentenpalast entfernt hatten die Unterstützer des Verfassungsentwurfs heute Nachmittag mit ihrer Kundgebung begonnen. Eine Konfrontation wie vor einer Woche wollen die Organisatoren vermeiden. Damals hat es Tote und Verletzte gegeben. Der ägyptische Präsident machte heute keine Anstalten, das Referendum zu verschieben. Am kommenden Samstag wird abgestimmt, das scheint festzustehen. Dagegen rennen die Mursi-Gegner verzweifelt Sturm. Noch 4 Tage, dann war alles vergeblich. Dann hat das Land eine islamistisch getrimmte Verfassung. An diesem Abstimmungsergebnis zweifelt kaum einer. Beim Beschuss eines Dorfes in Syrien sind nach einem Bericht von Menschenrechtsaktivisten mindestens 125 Menschen getötet oder verletzt worden. Lokale Oppositionsgruppen sprechen von 200 Toten. In dem Dorf leben Angehörige der religiösen Minderheit der Alawiten. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall liegen bislang noch nicht vor. Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO ist nach mehr als einem Jahr beigelegt. In einer Urabstimmung sprachen sich die Gewerkschaftsmitglieder mit gut 85% der abgegebenen Stimmen dafür aus, das Ergebnis der Schlichtung anzunehmen. Es sieht durchschnittlich knapp 4% mehr Gehalt vor. Im Sommer waren aufgrund von Streiks hunderte Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund haben ihre Tarifverhandlungen mit den Bundesländern vorbereitet. Sie fordern 6,5% mehr Geld, sowohl für die Angestellten als auch für die Beamten und Pensionäre, insgesamt etwa 3 Millionen Menschen. Verdi-Chef Bsirske sagte, zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft müsse die Gehaltsschere weiter geschlossen werden. Die Tarifgemeinschaft der Länder bezeichnete die Forderung der Gewerkschaften als nicht finanzierbar. Der ehemalige Fußballschiedsrichter Manfred Amarell ist tot. Nach Berichten mehrerer Medien starb er im Alter von 65 Jahren in München. Er sei tot in seiner Wohnung gefunden worden. Der Film startet in gut 2 Wochen in unseren Kinos. Nun, wie dann das Wetter sein wird, das wissen wir nicht. Aber in den nächsten Tagen bleibt es winterlich. Details hat jetzt im Anschluss Carsten Schwanke. Um 0 Uhr meldet sich dann Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Das waren die Tagesthemen von heute. Morgen ist ein neuer Tag.